Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Interview von Bettina Geithner und heute interviewe ich Suada Murati. Suada Murati kommt aus Basel oder besser gesagt aus Rheinfelden in der Schweiz und sie ist sowas, ja, wie kann man sagen, ich würde sagen eine Heilerin. Sie nennt sich selber aber Coach oder Lebensbegleiterin in ihrer Arbeit. Da kommen Klienten zu ihr, um sich Dinge anzusehen, auch körperliche Symptome, körperliche Krankheiten anzusehen und damit dann in die Veränderung zu gehen und auch in die Selbstheilung. Und ihr Leitsatz ist, alles ist heilbar. Und dazu werde ich Sie jetzt heute mal befragen. Liebe Suada, schön, dass du Zeit hast und dass du zu mir nach München gekommen bist. Danke. Hallo Bettina. Dein Leitsatz ist ja, alles ist heilbar. Wie bist du denn zu dieser Auffassung gekommen? Weil normalerweise hört man ja, also das ist nicht heilbar, unheilbar, Krebs oder egal was. Es gibt ja Krankheiten, die nicht heilbar sind. Aber du sagst, alles ist heilbar. Wie bist du zu der Auffassung gekommen? Also durch meine eigenen Erfahrungen, schon in meiner frühen Kindheit oder Jugend. Ich bin sehr früh ausgezogen, mit 19. Aus verschiedenen Gründen, weil ich die Suche nach mir so wichtig war. Wer bin ich und was kann ich und wohin die Reise mit mir? Und ist das alles, was ich hier sehe und wahrnehme? Also wirklich, ich habe mich hinterfragt und da fing die Suche an und irgendwann kam der Kinderwunsch. Und durch das hat sich natürlich auch von medizinischer Sicht bestätigt, unmöglich. Also unmöglich, Mama zu sein und unmöglich, Kiddies auf die Welt zu bekommen. Und ich habe gedacht, okay, was machen wir? Bleiben wir zusammen? Damals mein Freund, nach 20 Jahren ist mein Mann. Ja, und dann kam die Frage, wohin jetzt mit mir? Also mein Wunsch erfüllt sich in dieser Form als Frau. Mein Kinderwunsch, Kinder zu haben, nicht. Und ich wollte es nicht glauben, weil ich habe gedacht, ich habe einen perfekten biologischen Körper und warum soll es nicht sein? Und wo ist die Blockade dessen, dass ich wirklich unmöglich ist? Und ich habe mir da die Ruhephase gegönnt und habe angefangen, wirklich nach innen zu gehen, mich zu fragen, warum ist das nicht möglich? Warum sind meine Hormone so, wie sie sind? Mhm. Und warum meine Eierstöcke und Gebärmutter, die Form nicht ausleben können. Und ja, also ich bin wirklich, es hört sich vielleicht ein bisschen suspekt, ja, sehr gut, ja. Und ich bin wirklich in meiner Gebärmutter rein und habe da nach innen gehalten. Ja, und da habe ich Dinge gesehen, wahrgenommen, gefühlt und die Reise ging nicht allzu lange. Es waren wahrscheinlich, ich weiß es gar nicht, heute nach 17, 18 Jahren, vielleicht ging es 3 Monate und ich wurde schwanger. Ja, toll. Wow. Und ich habe gedacht, okay, irgendwie geht alles. Aha. Also all das, was ich sehe, wahrnehme und all das, was ich fühle und glaube es zu wissen, ist alles möglich. Es geht. Ja, ist alles glaube ich im Außen, was jetzt ein Mediziner sagt, oder glaube ich wirklich die innere Stimme und folge meiner Reise nach innen und glaube meinem oder vertraue meinem Urwissen, meiner Intuition und befolge die Reise nach innen, um mich da wirklich meinem Raum zu geben, um Heilung zu erfahren. Das war die erste Reise wirklich, wo ich erfahren habe, wow, heute habe ich 2 Kinder, also haben wir 2 Kiddies, 17 und 11, und heute begleite ich Mamas und bewirke da, für mich kein Wunder, aber für Frauen wirklich, wo unmöglich ist.
wenn jetzt ein Klient zu dir kommt, zu einer Sitzung, einer Beratung, wie kann ich mir das vorstellen? Ist es dann wie ein Gespräch, wie ein Psychotherapiegespräch oder was machst du mit dem? Mhm. Also angenommen, es geht nicht das Kinderthema, sondern ein anderes Thema. Ich hätte jetzt irgendwas Körperliches, ein körperliches Symptom und würde jetzt zu dir kommen. Wie geht es dann los? Ja, die Vorbereitung geht, also die meisten kommen ja Mund zu Mund. Ich mache da keine Werbung. Viele wissen gar nicht, was ich eigentlich wirklich mache und was es in der Sitzung vorgeht. Also wirklich, und das ist immer so spannend zu erfahren, wie sie auf mich zukommen. Ich vorbereite sie natürlich. Wer bin ich? Was mache ich genau? Wo ist mein Fokus? Mhm. Und vertraue meiner Intuition. Und ich frage, also ich höre mir die Geschichte an. Mhm. Also das dein Anliegen, dein Schmerz. Also derjenige erzählt dann über seine Krankheit. Ich gebe dir den Raum. Also zuerst, was ganz wichtig ist, wer bin ich? Mhm. Was mache ich? Mhm. Und um was geht es wirklich? Und da ist für mich so die Verbindung, das ist Suada, die macht das, es geht über den Körper, es geht über die Familienaufstellung, über Figuren im Außen, nach innen. Also ich habe einen riesen Raum, da habe ich so, das ist so mein Spielfeld, da ist die Liege und dann habe ich die Halbliege und dann habe ich einen riesen Raum für Aufstellungen in Form von, statt geistig Dinge aufzustellen, in Form von außen zu sichtbar zu machen. Wo befinde ich mich jetzt in diesem Moment im Familienkontext oder in geschäftlichen Formen? Mhm. Oder warum werde ich gemobbt? Oder warum ziehe ich mir die Beziehungen an? Und wo ist der Ursprung? Also für mich ist wirklich so, wo ist Ist-Zustand und wo hat es angefangen, dass ich so angefangen habe zu denken und zu fühlen? Mhm. Und für mich ist ganz wichtig, dass die Reise dahin geht. Und ich beobachte, wo ist der Kanal offen? Mhm. Und wenn jetzt du zum Beispiel über den Schmerz kommen würdest, dann gehe ich in den Schmerz rein und mache die Reise über den Schmerz, durch den Schmerz hindurch. Das heißt, du würdest dann praktisch einfach mal nachfragen, wo ich den Schmerz im Körper spüre, oder würdest du hinfühlen im Körper, oder wie kann ich mir das vorstellen? Es ist so wie wirklich, es ist beides. Also ich öffne dir die so wie Türen auf in deinem Unterbewusstsein, wo du nicht hinschauen kannst aus Schutzmechanismen, aus Angst. Aus Angst einfach. Also den Schmerz anzuschauen, man hat ja Angst einfach. Genau. Und ich begleite dich, und das ist für mich auch ganz wichtig, ich begleite dich durch die Reise, aber du machst es selbst. Okay. Ich gebe dir die Hand und wir machen eine kleine Reise nach innen und gucken, was brauchst du, damit du das erkennst, um was es wirklich geht bei dir, warum der Schmerz da ist oder warum die Beziehungen so laufen oder warum ich schlaflose Nächte habe oder warum ich meine Wünsche nicht erfüllen kann. Genau. Und oder warum ich eine Krankheit habe. Ja, genau. Und da ist wirklich für mich so, ich begleite dich, aber ich mache das nicht für dich, sondern du machst es für dich selbst. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil die Verantwortung nicht für die anderen zu tragen, weil du hast die Verantwortung, weil du bist der Verursacher dessen, was in deinem Leben jetzt alles abgeht. Ist egal in welcher Form, ob jetzt Krankheit oder Symptome. Also für mich sind so Krankheiten sind Symptome, die innere Welt in einem Ungleichgewicht mit all den Ebenen stattgefunden hat. Und es zeigt dir eigentlich, damit wir alle oder viele Menschen hingucken dürfen. Mhm. Kann man sagen, du bist halt einfach, du begleitest den Menschen, damit er nicht alleine, wenn man halt Angst hat, sich den Schmerz anzusehen oder die Ursache, die seelische Ursache wohl von einem Problem oder einer Krankheit. Und du bist einfach da, sodass man keine Angst haben muss, sich das jetzt anzusehen, weil du bist einfach da und begleitest ihn. Kann man das so sagen? Ja, ich bin der Begleiter und auf deine Reise nach innen. Und es ist so, da ich ja in meinem Raum viele Möglichkeiten habe, biete ich dir wie eine Form. Möchtest du gerne liegen? Möchtest du gerne das im Außen angucken? Mhm. Was sagt deine innere Stimme? Und für mich ist auch wirklich da, dich in deinem Urwissen zurück zu erinnern, dass du das auch kannst, was ich schon lange lebe oder was ich für mich vielleicht schon als Kind
aufbewahrt habe oder in einer Schatztruhe eingepackt habe und mich auch hinterfragt habe, warum Dinge nicht möglich sind. Warum geht es bei dir und bei mir nicht? Jetzt ist ja wichtig, wenn man dann sagt, dass das ist ja auf der geistigen oder seelischen Ebene jetzt, dieses die Arbeit bei dir jetzt zuerst mal, würde ich sagen. Also ja, oder nur auf der geistig-seelischen Ebene, plus dann halt auch das Körperliche. Das finde ich jetzt interessant. Wie kann denn Arbeiten oder etwas ansehen auf der geistig-seelischen Ebene dann eine körperliche Heilung in Gang setzen? Ja, das ist, ich nenne sie so verschiedene Ebenen, die wir, unserem Dasein leben. Das ist der mentale Bereich, die emotionale, der physische, der körperliche, der seelische, und es gibt noch verschiedene Ebenen. Und wenn da eine Verletzung stattgefunden hat in der Kindheit und der Schulzeit oder du bist nicht gut genug, oder ich nenne sie auch, man nennt sie Traumas, Schleudertrauma, Autounfall. Es sind wirklich Dinge, die vorgefallen sind und wir uns nicht den Raum gegeben haben oder uns niemand den Raum gegeben hat, dass wir das verarbeiten. Wir schön irgendwo in unserem System, Unterbewusstsein ist für mich auch der Körper. Ja. Also er lebt, er fühlt, er weiß. Das ist... und ich gucke mir, welche Ebene kam in Leiden und wo widerspiegelt sich im physischen Körper, weil wenn der Körper schmerzt, da sind wir nicht bereit, da müssen wir hingucken, weil der Schmerz so groß ist und wir wollen den Schmerz wegmachen oder wegdrücken oder weghaben. Und für mich ist so ganz wichtig, weil oft kommen sie, ich möchte den Schmerz nicht mehr, kannst du den wegmachen oder kannst du den wegnehmen? Und ich sage, ja, Möglichkeiten bestehen, aber die Reise beginnt mit dir da drin, wirklich zu erfahren, welche Geschenke sind da drin? Warum schmerzt der Körper? Oft ist auch, dass wir... Das ist wir, interessant. Nee, oder ich sag ruhig fertig. Ja, dass wir wahrscheinlich auf dem falschen Weg sind. Weil ich bin der ich beobachte sehr viel. Ja, das glaube ich, dass du viel siehst. Ich nehme Dinge wahr, weil ich mit meinen Sinnen... die Welt wahrnehmen. Ja. Also wir nehmen alle die Welt mit unseren Sinnen und es gibt, ich habe gelernt, oder für mich war das früher so üblich, oder ich habe gedacht, alle können das. Ja. Und mittlerweile bin ich auch überzeugt, das ist meine Sicht, das Überzeugen, dass alle Menschen eine Wahrnehmung haben, nur sie ist wie verkrümmt, verkürzt oder nicht mehr zugänglich für uns. Und ich gehe durch meine Wahrnehmung und fühle und nehme wahr, was jetzt da ist. Und ich begleite durch den Schmerz hindurch und gucke, wo ist was da geschehen. Und wir landen wirklich in Geschichten und Formen in Kindheit. Und, das ist jetzt wichtig. Also ich habe zwei Sachen. Das mit der Wahrnehmung frage ich gleich noch. Das andere, was ich jetzt wissen wollte noch, war, was ist denn das Geschenk eines Schmerzes oder das Geschenk einer Krankheit, eines Symptoms? Du sagst es gerade, das sind Geschenke drin. Genau, viele machen dann durch den Schmerz, dass sie sich umschulen, jetzt wirklich Beziehung beenden, umziehen. Der Kinderwunsch plötzlich, das hatte ich auch, sie wollte nie Kiddies haben, hatte wirklich Rückenschmerzen und konnte nicht schlafen, weil die Schmerzen so am Abend natürlich immer größer wurden oder bewusster wahrgenommen, sie wahrgenommen hat. Ja. Und am Schluss... kam natürlich die Frage, hast du das mal auch für dich mal hinterfragt, Kinder und so, für deine Zukunft? Nee, also das ist für mich abgeschlossen. Heute ist sie hochschwanger und die Schmerzen gingen weg, weil sie sich entschieden hat und gewusst hat, hey, ich verdränge etwas, was vielleicht in meinem Seelenplan oder meine Seele sich das wünscht, aber meine Ängste zu groß waren und der Körper mir das widerspiegelt hat und ich durch den Schmerz auf die Suche ging und per Zufall, so wie die Zufälle zufallen, sie zu mir kam und wir
alle Dinge durchdrungen haben und heute, wahrscheinlich ist sie heute sehr wahrscheinlich auch bald Mama. Ich habe sie da nicht mehr gesehen. Ja, und das sind so für mich Geschenke, auch die Beziehungen zu beenden. Oder viele schulen sich um, werden super Begleiter und Heiler und Coaches, wo ich denke, wow, das sind riesen Geschenke und Schätze drin. Mhm. Aber ist ganz wichtig, sich wirklich hinzustellen und zu sagen, okay, da ist was, ich habe Angst und ich muss es nicht mehr alleine tun. Es geht weg, aber ich muss jetzt einfach mich da fallen lassen. Ich finde so, oft sagen, ja, du bist so begabt und das ist deine Gabe, was du hast. Mhm. Und ich habe da eine andere Sicht. Auch als Heilerin würde ich mich nie bezeichnen, weil der Körper heilt. Ich gebe dir die Möglichkeit, damit du Dinge erkennst, damit der Körper in Selbstheilungskräfte aktiviert und du erkennst, wer du wirklich im Ursprung bist. Mhm. Das ist so meine Sicht von meiner Arbeit, was ich auf dieser Erde noch seit Jahren schenke und auch in Zukunft tun werde, weil ich liebe das, was ich mache. Und Hingabe, also Gaben sind so für mich, wenn man sich hingibt in der Gabe, das sind Hingaben, das heißt ja fallen lassen und dich hingeben, dann kommen die Gaben von alleine. Also ich gebe dir nichts. Es ist so, es ist wirklich so, dass man, ich kann dir nichts geben, was du, du hast ja schon alles. Aber wenn man das durchdringt und Schichten für Schichten da rein sich hingibt, dann kommen Schätze hoch, dass, da fehlen mir manchmal die Worte, was dann wirklich vor Wunder passieren. Und Menschen mir auch berichten, wo ich denke, ja, toll. Das ist so für mich, jeder Mensch ist für mich wie ein Stein, der zu mir kommt und sein Erwachen oder sein Erleuchten in dieser Form ist die Welle, wenn ein Stein auf einer Wasseroberfläche ist, wo ruhig ist, die Wellen, das geht immer weiter und er nimmt alle anderen mit. Und das ist so für mich das Riesengeschenk. Genau. Dass es gar nicht um ihn geht, sondern um die 100.000 Menschen, wo er dann berührt. Ja, ja, das ist so für mich. Das, ja. Und wenn jetzt jemand, also ich zum Beispiel oder unsere Zuseher, wenn die jetzt auch ihre Wahrnehmung verbessern wollen, also weil du es nachher dann gesagt hast, wie kann man denn die Wahrnehmung auch vielleicht verbessern oder schulen oder ausbilden besser? Gibt es dann eine Anleitung? Das geschieht von alleine. Also es ist wirklich spannend zu beobachten, wie durchlässiger man mit der Zeit auch wird und wo man auch Selbstempathie entwickelt oder Mitgefühl für sich selbst. Und ich sehe, für mich ist so, wenn du die Reise, wenn du dich kennst und wenn du wahrhaftig in deinem Sein bist und dich wahrnimmst, dann kannst du alles wahrnehmen. Und wir fokussieren uns, unsere Welt ist so, alles im Außen, wir meditieren, um zu etwas zu erreichen. Ich muss in Ashram und ich muss in Indien. Und ich sage, du kannst gehen in Indien, aber du kommst wieder, es kommt alles mit. Also die Reise beginnt in dem, dass du wirklich, wie hier in einem stillen Raum, einfach mal nach innen gehst und einfach dich mal fragst, hey, wie geht es mir heute? Und oder wie geht es mir jetzt im Moment und was brauche ich jetzt und nicht morgen und übermorgen oder was war gestern, sondern sind so wirklich zwei goldene Sätze, die ich jedem gebe, wie geht es mir jetzt? Und da geht mein Fokus automatisch nach innen, wie geht es mir jetzt? Aha, da fühle ich was. Aha, was brauche ich jetzt? Oh, vielleicht brauche ich Ruhe, vielleicht einen Spaziergang und da hole ich mich ab und da gehe ich wirklich um Gefühle und Bedürfnisse und oft sind wir, ich brauche ein Gefühl von außen und ich bin so bedürftig, also nur du kannst mich glücklich machen und die Liebe besteht im Außen oder die Ruhe ist, wenn ich irgendwo hingehe, dann bin ich in meiner Ruhe und ich finde... Das finde ich ist doch total wichtig. Es ist halt so, dass leider, also ich nehme mich nicht aus, und bei vielen spüren wir einfach,
oder wir bekommen schon Signale, auch was man braucht, was gut tun würde, aber wir übergehen das. Mhm. Und erst wenn das Hammer-Signal des Körpers kommt, also jetzt nicht so ein bisschen Erkältung, sondern erst kommt die lebensbedrohliche Krankheit. Dann hört man hin. Und wieso ist es eigentlich so, dass man die feineren Botschaften des Körpers nicht wahrnimmt? Kann man das irgendwie ändern, dass man schon vorsorglich halt gleich schaut? Ah, man hat es ein bisschen verlernt. Ja. Ich habe wirklich zwei wunderbare Meister zu Hause. Das sind meine Kiddies. Die haben mich gelernt, das allererste Kind zu sein. Ja. Die mich kennen, die wissen, wie verrückt ich bin und wie verspielt ich bin. Ja, und Spiel ist so wichtig. Ja, und ich mag so verrückt sein und anders, nicht anders, einfach mal Kind sein. Mhm. Und am Anfang, die Menschen, die mich nicht kennen, die sind ein bisschen, was läuft bei ihr so falsch? Mhm. Und ja, und ich bleibe mir treu, weil meine Kiddies sind meine und sind immer noch meine Meister, die widerspiegeln mein Leben, das, was ich nie angeschaut habe, auf einem Silbertablett. Wirklich, wo ich gedacht habe, oh, da gibt's noch was. Ah, Schulsystem. Och, kennst du das noch von früher? Und das war für mich auch eine Konfrontation. Wie ging es mir dabei? Und oh, die bringt mir das, was ich auch schon mal erlebt habe. Ja. Und für mich ist da ganz wichtig, nicht emotional reinzugehen mit meiner Geschichte, sondern, hey, okay, da gibt es einen Aspekt in mir drin oder eine Geschichte mit so viel Emotionen eingepackt. Ja. Ich glaube, ich kläre meine Emotionen, weil dann ist die Geschichte für mich nicht mehr online. Ja. Und dann kann ich meine Tochter begleiten und sagen, hey, Herr Lehrer. Und da bin ich nicht nervös und ich habe da nicht Ängste, weil oft ist die kleine Sua da, die Angst hat und die Versagungsängste hat. Ja. Und ja, und meine Kleine, die hat mich richtig so, nein, du musst hinschauen. Ich habe gedacht, ja, hinschauen, ich gucke ja schon die ganze Zeit, nee. Also Ade, das ist, finde ich, jetzt total wichtig mit dem Hinschauen, weil du es jetzt auch sagst gerade. Es ist halt so, es gibt hier zwei unterschiedliche, ich sag mal, Schulen. Oder, und ich kenne beide. Es gibt einerseits diese Lehrer oder Bewusstseinslehrer oder auch Therapeuten, die sagen, es ist einfach nur alles durch Gedanken erzeugt. Es ist ein Gedankenprozess. Mhm. Also der Schmerz jetzt auch, sagen wir mal, gehen wir mal davon aus, also die Ursache wäre durch einen Schmerz, eine Verletzung oder durch etwas seelisch ausgelöst und dann kam eine Krankheit. Jetzt angenommen, es ist jemand, der, ein Lehrer sagt, es ist so, man muss einfach nur den Schmerz, sich die Gedanken, mit denen man identifiziert ist, die man glaubt, wie zum Beispiel es ist aussichtslos, ich komme von diesem Mann nicht weg oder keine Ahnung, ich finde keine andere Arbeitsstelle oder irgendwelche Gedanken, die mich halt in einer schlechten Arbeitsstelle halten zum Beispiel und dann werde ich krank, nur als Beispiel jetzt. Also dann könnte man sich eigentlich nur die Gedanken beobachten und sich nicht mehr identifizieren, die Gedanken einfach nicht glauben. Dann bin ich im Selbst und im Selbst weiß ich, alles ist machbar, es ist das eine. Du sagst aber, es ist wichtig und es gibt auch sehr viele andere Lehrer, kenne ich, und Heiler, die eben sagen, es ist sehr wichtig, sich dem Gefühlen auch auszusetzen. Ja. Du sagst ja auch, dass es wichtig ist, den Schmerz zu fühlen. Ja. Wieso ist es wichtig, sich also nicht nur die Gedanken bewusst zu machen, sondern auch den Schmerz zu fühlen? Also die Gedanken nehme ich so wahr, die Gedanken sind für mich erst dann lebendig, wenn ich sie fühle. Wenn ich sie in eine Form von einer Vorstellung verpacke. Also bevor etwas im Außen Realität wurde, dachte ich, ah, das wäre so schön, wenn ich das auch hätte oder die Form leben würde. Aber das reicht nicht. Aber wenn ich wirklich mal in 3D oder in 4D Vorstellung gehe, ist zwar eine Bewegung drin in einer und wenn ich aber Gefühle reinpacke, dann fühle ich und wir gehen in Resonanz im Außen nur über das Gefühl, weil oft wissen wir gar nicht, dass unser Gedanke mal ein Gedanke war, weil oft fühle ich mich schlecht und ich habe ein Gefühl von Angst zu haben, zu versagen, nicht gut genug zu sein oder wie die meisten kommen und sagen, ich fühle mich schlecht. Oder ich fühle mich nicht gut, wenn ich das und das tue. Oder ich habe Angst,
einzuschlafen, mhm. weil ich das Gefühl habe, da ja. kommt was auf mhm. mich zu. Und ich folge der Energie, der Form von der Aussprache und sage, aha. wie fühlt sich denn das an, Angst zu haben, wenn mhm. du einschläfst? Ja, dann schlecht. Und wie fühlt sich das schlechte Gefühl an? Weil mhm. ich forme nicht in meiner Form, sondern ich folge deiner Sätze, das ist auch deine Wahrheit und mhm. deine Wahrheit, die lebt für dich. Ja, klar. Und genau, und ich kann dir jetzt nicht überzeugen, das stimmt gar nicht, es mhm. kommt in der Nacht nichts. Aber du hast ein Gefühl in dir drinnen und mhm. oft verdrängen wir und gehen in Glaubenssätze und ändern Glaubenssätze, aber unsere Gefühle, die sind viel stärker. Genau. Die schwingen viel höher, weil energetisch ja. ist für mich, Gedanke ist auch eine Energieform, aber Gefühle, die sind noch massiger. Und, das, ist das macht uns krank. Ja, genau. Die Gefühle machen uns krank und nicht die aha. Gedanken. Klar, ich habe angefangen so zu denken, aber die Gefühle dessen, was ich geglaubt habe, boah, das macht Bauchschmerzen, chronische Müdigkeit oder chronische genau. Aspekte von, ja. Genau, das stimmt. Kann nichts mehr, ich glaube, ich habe das recht. Ja. Darmprobleme, Allergien und, ja. und. Also wirklich, ich kann heute behaupten, über 10 Jahre begleite ich Menschen und heute sind sie Freunde. Mhm. Gewisse Klienten sind heute meine Freunde, die waren Hochallergiker, die konnten nichts essen, mhm. nichts trinken, Daune nicht vertragen, Waschmittel. Und ich habe gedacht, Mensch, wie machst du das? Wie lebst du in deiner Realität? Und sagt sie, ja, keine Ahnung, geht das weg? Sag ich, ja, ist eine Reise, aber es geht weg. Und heute, nach 3 Jahren, also wirklich, wir hatten 2 Jahre, intensive 2 Jahre mhm. zusammen, weil die Panikattacke noch drin war und Unfall mhm. und mit dem Auto, es ging alles weg. Also Neurodermitis. Ich glaube, das auch. Also es geht wirklich ja. so dahin, dass ich eine Ärztin begleitet habe, weil ihr Baby Neurodermitis hatte mhm. und ich, sie wollte das Baby mitbringen und mhm. da bin ich sehr, sehr achtsam, weil ja. für mich Babys oder kleine Kinder rein sind. Die sind mhm. wirklich, da ist noch nichts drin, da ist ja. noch kein Bewusstsein genau. drin. Das ist so die Reinheit. Da ist noch kein Muster. Und so. Ja, darum sind wir so fasziniert von den ja, Kiddies. Genau. Oder, da ist noch kein Muster. Nein, nichts. Das ist die Leere, das ist ja. die Liebe. Und wir formen dann unser Bewusstsein. Was mir jetzt aufgefallen ist, es gibt ja Emil Coué. Das ist ja ein Apotheker gewesen und der hatte diesen Satz geprägt, es geht mir jeden Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser. Und mhm. immer wenn er den Patienten oder den Kunden in der Apotheke dann was mitgegeben hat, dann hat er das gesagt, das hilft ihnen und dann hat es geholfen. Ja. Und er hat in einem Buch, habe ich halt gelesen jetzt von ihm, dass er sagt, egal was sie denken oder was sie sich, oder im Gegensatz zu anders, also wenn sie etwas denken oder wenn sie sich etwas vorstellen mhm. und da ein Gefühl dann auch dazu haben, mhm. das hat immer recht, ja. weil das ist immer stärker. Das ist stärker. Und natürlich ist auch der Gedanke macht halt auch eine Vorstellung und diese Vorstellung macht ein Gefühl. Ja. Und das ist einfach, glaube ich, für den Körper. Das ist Essenz. Ja, das macht uns, das bewegt uns. Genau. Das bewegt unsere ja. Chemie, das bewegt unsere Gefühle. Also mhm. unsere Gefühle, da schwingen wir, ja. da gehen wir in mhm. Resonanz und genau. so ziehen wir unsere ja. Beziehungen. Und genau. was ich durch all die Jahre erfahren habe, und für mich ist so immer so, ich habe mich durch jeden Einzelnen erfahren. Ja. Ja, das mhm. ist das, ist toll. So ja. für mich... Ich habe mich durch verschiedene Krankheiten erfahren und habe erfahren, dass alles möglich ist. Und für mich am Anfang auch, geht das eigentlich? Kann ich das? Und wie mache ich das? Da kam so von einem guten Freund eine wunderschöne Info, beobachte, was du tust und gib den Menschen das weiter. Das war so der Anfangsstadium toll. Bei mir. Ja, hab schön, gedacht, ja. aha, stimmt, ich habe mich nie beobachtet. Ich habe mich geleitet von dem, was alles da war mhm. und du mir mitgebracht hast. Und ja, und heute bin ich wirklich so, nach all den Jahren weiß ich oder glaube ich es zu wissen, dass wie können wir unsere Wahrnehmung nicht stärken? Ich würde das anders benennen, uns wieder erinnern, weil meine 11-jährige Tochter, die weiß das heute noch, weil sie den Raum dafür hat.
und ich ihr natürlich den Raum gebe oder wir ihr den Raum geben und ihr glauben, wenn sie das sagt, ich sehe da was und ich fühle, dass der Mensch böse ist, dann fühlt sie das. Das ist ihre Wahrnehmung, weil ihre Wahrnehmung ist ihre Wahrheit und da ist sie zu Hause und da komme ich nicht mit meinem Konzept von Glaubenssätze oder das, was ich glaube, was da ist oder nicht, weil ich es jetzt nicht wahrnehme, dann gebe ich ihr den Raum und sage ich, ja, das ist sehr möglich. Wie fühlt sich denn das an? Wie fühlst du den Mann? Und dann beschreibt sie mir und sagt sie zu das guck, Gefühl das, ist die verwirklichende... Ja, guck mal selber rein, geh mal selbst rein und dann fühle ich das und denke, wow, das stimmt. Und so habe ich durch die Erfahrung mich erfahren, es braucht nur einen Menschen, der an dich glaubt, dass du heil wirst, dass der Krebs weggeht. Ja. Und das kann ich behaupten, bestätigen. Ich kann es leider nicht unterschreiben, würde ich nie machen, aber es braucht nur einen Menschen. Du brauchst nicht 10.000, damit du gesund wirst. Mhm. Und darum mache ich das. Und ich glaube jeden Einzelnen und sage, du, ich glaube an dich und ich glaube an der Heilung. Und deine Bereitschaft und dein Wille, mehr brauchst du nicht. Wie würdest du denn jetzt in Schlagworten vielleicht so oder in Stichpunkten den Heilungsprozess kurz beschreiben? Du hast mir das im Vorgespräch ja schon erzählt auch. Also es fängt an mit dem Erkennen. Mhm. Erkennen und Anerkennen. Anerkennen, ja. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, die noch wichtig sind. Und ganz wichtig, dass man akzeptiert, was da ist, was war. Und der nächste Weg ist ein bisschen der für viele Menschen im Außen vergeben. Wirklich dir selbst. Sich selbst. Ja, sich selbst und den anderen. Weil all das, was damals war, hat er, die Handlung ist geschehen aus diesem Bewusstsein, wo er damals war. Und wir erfahren uns in jeder Form. Und ich mache vielleicht einmal eine Erfahrung und verletze dich vielleicht zweimal. Und beim dritten Mal überlege ich mir das vielleicht noch und werde ich nicht mehr tun. Und das Vergeben ist so für mich ein machtvolles Wort, weil es hat mit Religion nichts zu tun. Und es hat nichts mit das, was wir glauben, zu tun, sondern vergeben heißt, das, was ich gehalten habe, vergebe ich und gebe ab, was in mir oder um mich ich all die Jahre mich krank gemacht hat, müde gemacht hat, weil das sind so Energieformen, das macht uns müde. Und wenn Menschen sagen, ey, ich bin so schlapp oder ich bin so nicht ich selbst und ich weiß gar nicht, wer ich bin. Und sage ich, ja, wenn du nicht bist, wenn du nicht selbst bist, wer bist denn du? Ja, keine Ahnung, ich würde das gerne wissen, weil ich laufe so wie neben mir. Ja, und dann weiß ich, also schon die Sprache ist die pure Heilung drin, also die Sprache, die man wirklich spricht. Und da ist meine Wahrnehmung, deine Haltung, dein Dasein, die Form, die du sprichst. Und in der Folge der Form und bringe dich durch die Sprache zu erkennen, in Emotionen und die Annahme und Akzeptanz mal den Emotionen Raum zu geben. Mhm. Weil in der heutigen Zeit geben wir uns den Raum nicht und wir haben auch gegenüber den anderen keine Räume mehr. Genau, wir hören das wichtig, nie mehr zu oder ich habe keine Zeit. Komm, schreib mir eine WhatsApp und vielleicht brauch schon nur 5 Minuten und dann erzählst du mir. Und es gibt eine alte Sprachform. Ja. Geteiltes Leid ist ein halbes Leid und das ist mal der Anfang dessen, dass schon die Heilung da ist. Und da entsteht ja auch Nähe erst dann, richtig? Ja. Aber was mir zum Beispiel auch immer noch schwer fällt, muss ich sagen, da übe ich. Also wenn ich verletzt werde, dann spüre ich auch immer Wut. Und mir diese Wut auch zu erlauben, zu fühlen, das am Anfang, früher habe ich immer gesagt, ich kenne das nicht. Kenne ich nicht. Was ist das überhaupt? Aber jetzt merke ich, stimmt, da ist doch auch Wut da. Und dann, wie mache ich das dann? Fühlen, einfach fühlen. Aber ich glaube, es ist doch wichtig, das zu fühlen auch. Ja. Weil ich glaube, wenn man es wegmacht, macht krank, oder? Ja, Wut übersäuert den Körper, Wut macht Enge. Und oft beschreiben sie, wenn wir wirklich so in Wut reingehen, es ist so eng und so rund und wie ein Stein. Und
die Vorstellung dessen, dass du 10 Jahre so einen klotzen Stein in dir oder um dich trägst und dein System nicht fließen lässt, das macht krank mit der Zeit. Ich finde auch, dass es ist irgendwie so, wenn man Gefühle nicht fühlt, dann hält einen das fest. Ja, das erstarrt, dagegen, ja. Gell, dagegen, wenn man ein Gefühl fühlt, fühle ich halt die Wut ein paar Stunden oder so oder ein paar Minuten, weiß ich nicht, wie lange ich es halt habe, und dann ist es weg. Es geht so schnell. Es ist wirklich sehr einfach. Und es geht nicht über Tage und nicht über Stunden, sondern da mal reinzugehen und noch tiefer dich sinken zu lassen. Für mich ist immer, geh noch tiefer rein und erlaube dir wirklich in der Wut da drin zu sein. Und oft kommt die Leere. Und die Leere ist für viele Menschen, da ist ja nichts drin. Ja. Ja, wie fühlt sich dann die Leere an? Ja, komisch. Wenn du dir mal einfach erlaubst, da zu sein und ihr wirklich unendlich Raum zu geben. Und ich sage immer so, gib denn der Leere unendlich viel Raum, so wie das Universum unendlich ist. Und dann fühlst du und du beobachst, wie der Körper wirklich mal so sinkt und sich entspannt. Und jede Faszie, jede Muskulatur und wie die Knochen anfangen so richtig sich zu entladen. Ja, also das ist so wie geladene Formen. Und entspannt sich. Ja, genau. Und der Körper kann es auch wieder loslassen. Ja, und dann fängt es an zu fließen. Dann fühlen sie sich und sagen, da fließt was. Sag ich, ja, das bist du. Es lebt wieder, weil Gefühle erstarren unser System. Genau. Es fließt nicht mehr, wir fühlen nichts. Wir haben oft Schmerzen. Viele Menschen haben wirklich chronische Rheuma und Weichrheuma. Der Ursprung dessen ist oft unsere Kindheit. Das, was wir abgeguckt haben, adoptiert haben, geglaubt haben, was meine Mama geglaubt hat, sie mir oft gesagt hat, ja, du darfst nicht Frau sein oder du darfst nicht so sein oder du darfst nicht dies. Aber ich hab sie angeschaut und dessen, was ich angeschaut habe, über meine Spiegelneuronen hat sich alles abgespiegelt. Und es lebt in mir. Also sie lebt wie in mir. So ist es. Und ich finde es auch so. Ja, und oft sagen sie, ich möchte ich sein. Ich lebe mich nicht. Und sage ich, wer lebst du dich? Ja, ich weiß nicht. Und das ich weiß nicht ist oft die Suche. Und ich glaube so, in meiner Praxis habe ich oft so einen Satz, Suche ist beendet und wir finden jetzt alles, weil es ist alles schon in dir. Toll, und das ist so, okay. Und ich sage immer, hey, möchten wir gerne spielen und möchten wir gerne reisen? Und es geht so einfach. Und es geht dann von der Härte, wir müssen jetzt das machen. Und warum hast du das dir kreiert? Und weißt du, dass du der Verursacher bist? Und dann auch Schuldgefühle, weil man krank ist, weil du die Krankheit verursachst. Du bist also, der Schuldige. Dann macht man sich selber noch Schuldgefühle. Und oft ist auch die Krankheit, die meine Eltern mir vorgelebt haben, sie vielleicht aus welchen verschiedenen Gründen umgangen sind, ich sie aber für sie lebe, damit die ganze Familie heilt oder Familiensystem heilt. Familiensystem ist, das ist für mich Fundament. Genau. Ja, ich habe am Anfang meiner Reise gegenüber Schamanismus und also da ging meine Suche. Ja. Da hatte ich verschiedene Seelenreise gemacht und da habe ich über 2 Jahre Familienstellung mich geübt und auch mich gestellt. Und da in den 2 Jahren habe ich mich sehr, sehr, ich würde da behaupten, wirklich in die Tiefe geklärt. Ich habe mich dadurch, ich habe mich wie geschält. Es war wie eine... Schön. Ja, bis ich wirklich, das bin ich. Aha, mein Urwissen und meine Intuition. Es gibt so für mich so verschiedene, es gibt so mein Urwissen, das liegt so, mein Urvertrauen, das sind so, darum schöpfen wir und gebären wir, ob männlich oder weiblich, das ist unsere Schöpfung, das ist die Urinformation und das Kind entsteht, indem das sich 2 Zellen kreuzen, also es ist für mich ein Wunder, da bin ich immer noch, manchmal denke ich, ich bin selbst noch, wie geschieht denn das? Wie ist das möglich? Von nichts stehen wir da und wir sind perfekt
Und er weiß, wie es funktioniert, ohne dass ich ihm sagen muss, du musst jetzt laufen oder du musst dies machen. Ja, und dann gibt es die Intuition und dann gibt es unser Geist. Das bindet mich in der Materie, hier wo ich bin. Und für mich ist der sehr wichtig. Ja. Also unser Ego ist für mich sehr wichtig. Mhm. Und ich bin nicht dabei, wenn es heißt, Ego muss sterben und er muss löschen und der muss weg, der muss ruhig sein. Mhm. Und ich denke, wie bringe ich meinen Verstand in Ruhe? Das geht ja gar nicht. Die Gedanken kommen von überall. Und für mich ist da wichtig, beobachte dich. Werde ein Beobachter und ein Zuschauer dessen, was bei dir abgeht. Und identifiziere dich nicht immer mit den Gefühlen und mit den Gedankenformen. Und dann wirst du wirklich da, wird dein ein größerer Sinn oder der Scharfsinn wird so geschärft. Der Beobachter wird so, guckt dir aus der anderen Perspektive. Aber zugleich sagst du, für den Heilungsprozess ist es doch wichtig, aber dann das Gefühl doch zu fühlen. Also nicht nur anzuschauen, sondern zu spüren. Ja, also ich weiß es, da ist was. Bist du dir dieses bewusst? Okay, bist du jetzt bereit, wirklich mal nach innen zu gehen? Und oft, ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe. Und ich habe da Ängste und sage, dann bist du da. Ich begleite dich. Und wenn was ist, glaub mir, ich bin die pure Sicherheit für dich. Und dann geht die Reise nach innen und oft, es gab so Situationen, ein Magengeschwür in einer Sitzung. Wie geht das? Da frage ich mich wirklich selbst, keine Ahnung. Ich würde heute behaupten, ich weiß nicht, wie das, warum jetzt die junge Dame mit 25 damals in einer Sitzung das abgeheilt ist. Und gewisse brauchen 7 Sitzungen oder 10. Ja. Und da ist der Mensch selbst da gefragt. Und ich sage, ich kann da nicht, vielleicht braucht derjenige einfach die 7 Sitzungen, um etwas zu erkennen oder etwas loszulassen. Das ist individuell wahrscheinlich. Ja, und da bin ich, da wollte ich auch, war da auch meine, wie funktioniert das, dass du jetzt und der andere nicht? Und, weil wir einfach das Individuum sind. Was ist denn das Entscheidende, würdest du jetzt sagen, dass eine Heilung funktioniert? Ja, wenn der Wille da ist und die Bereitschaft. Ich hatte vor, ich weiß gar nicht, ob das ein Monat her ist, ich denke schon, da kam eine 10-Jährige oder 11-Jährige und die konnte im Außen also nicht übernachten. Es ging wie plötzlich nicht mehr. Ich habe gedacht, komisch, eigentlich kenne ich sie. Ja. Und früher ging das locker und irgendwann hat es so umgezwitscht. Und das war von damals eine Freundin von ihr, die hat bei ihr übernachtet und dann hat sie ihr eine komische Geschichten erzählt und durch die Geschichten hat sie, konnte sie nicht mehr im Außen bei den Freundinnen übernachten. Also die ging und die wollte und um 12:01 ging sie wieder nach Hause. Und das war für sie Horror. Also das war für sie ganz schlimm. Geburtstag ist sie die Einzige, die nach Hause geht. Und für ein Kind ist das immer, ich schaffe das nicht. Die anderen schaffen das. Und der Satz, der ist mir heute noch geblieben. Da sagt sie, weißt du was, Wada? Wenn der Wille nicht da ist. Und ich habe sie angeguckt. Weißt du, ich wollte das weghaben. Wir waren in 15 Minuten fertig. Die Sitzung war, ich glaube, 15 oder 10, es war fertig. Ist aufgestanden die Bereitschaft mit einem Lachen, hat gesagt, danke. Danke, sag ich, weißt du was? Und jetzt, los geht's. Es war wie nix da. Und das sind so der Unterschied zwischen Kiddies und die da Erwachsenen. Noch, also da ist noch die Konzepte sind nicht so streng da. Genau. Oder, Die glauben noch an Wunder. Die Gedankenmuster sind ja noch nicht so stark. Noch an Mystik. Die sind nicht so ausgebaut. Die Gehirnpfade sind noch nicht so ausgebaut. Die sagen, die Sword kann das. Und okay, ich will das. Und der Wille ist so groß. Und der Satz so von ihr, weißt du, Sword, es gibt Menschen, die wollen das nicht. Und wenn der Wille nicht da ist, und dann ging sie. Und für mich, ich war wirklich wie, da war ich ein Kind. Und ich dachte, wow, genau das ist die Bereitschaft. Und der Wille, wenn der nicht da ist, und das fühlt man. Also das fühlt man. Und da bin ich wirklich dann auch so weit, dass ich sage, du, wir sehen uns erst in 3 Monaten. Okay. Weil
ich heute nicht mehr bereit bin. So. Okay. Das spürst du nicht. Nee. Mhm. Also okay. Heute, früher war das noch, ach komm, ja, vielleicht geht's. Und ich, heute sage ich du, gerne, gerne weiter, aber erst in 3 Monaten. Mhm. Und weil da passiert noch einige Dinge, dann wollen bis, sie. Bis er dann so bereit ist. Ist der Wille da. Das ist interessant. Wenn man dich buchen will, wenn man jetzt zu dir kommen will, was kann man da machen? Man kann ja natürlich dich anrufen wahrscheinlich auf deine Webseite, die wir jetzt auch einblenden und auch immer im Video eingeblendet haben und auch im Abspann. Aber man kann dich natürlich also kontaktieren, aber was kann man dann machen? Hat man dann eine normale Therapiestunde oder einen Tag oder was ist das Angebot? Also ist verschieden. Also ich habe eine Stunde reicht oft nicht. Mhm. Also Sitzungen sind für mich wirklich 1,5 bis 2 Stunden, weil du den Raum brauchst und die Geschichten, die Bedürftigkeit manchmal so oft da ist, ich möchte dir was erzählen, wie scheiße es mir wirklich geht. Ja. Und keiner hört mir zu. Und dann biete ich denen oft so, nicht eine Stunde, aber so 15 Minuten. Mhm. Und oft habe ich dann die Informationen, die hört man ja, durch die Sprache hört man und durch die Gefühle, die hochkommen. Und dann, ich stelle einfach nur gewisse Fragen und durch die Fragen lotse ich sie bewusst, mehr nach innen zu gehen. Okay. Das ist so eine Stunde, also eine Sitzung und dann gibt es einen Durchbruchstag. Ja. Das ist Durchbruchstag? Ja, das heißt wirklich durchdringe dich, so wie deine Gefühle durchdringen. Okay. Zu lassen oder dir erlauben, dir selbst zu erlauben, deine Gefühle durchdringen, um dich zu erfahren, wer du wirklich bist und dass du merkst, du bist gar nicht der Schmerz. Kann man viel mehr in die Tiefe gehen wahrscheinlich. Ja, es ist natürlich eine andere Form von, das, da habe ich wirklich das mehr Spielraum. Ja. Da mache ich Körperenergiearbeiten, da machen wir Familienaufstellungen und gucken, dann baue ich mir die Familienstrukturen auf, sage ich, wie viele Geschwister und da gehe ich wirklich in die Tiefe. Da gibt es eine Form von Challenge. Also da, wo der größte Widerstand ist, es gibt zum Beispiel eine Form, letztens, die konnte nie, Menschennähe war für sie ganz schlimm. Ah, okay. Also das ging noch, aber Umarmung und ja, das ist so, schon beim Handschütteln habe ich gemerkt, okay, das nehme ich natürlich gerade mit. Das ist toll, du hast so eine außergewöhnlich starke Wahrnehmung, oder wie soll ich, nicht was stark, es ist halt, man merkt es einfach. Das ist echt ausgeprägt, deine Wahrnehmung. Ja. Umfassend, schön. Ja, dann mache ich natürlich genau da und begleite sie durch den Challenge und sage, du, ich habe eine Aufgabe heute und ich habe 2 Formen und du kannst jetzt wählen und entscheiden. Ich werde da warten und du gehst alleine. Mhm. Glaub ja nicht, ich weiß es nicht. Also es ist wirklich so und es war so spannend, da kam sie so und sagte, ja, ich habe 10 Frauen umarmt, aber ich habe die Männer nicht umarmt. Und da habe ich gedacht, wow, wie schön ist das denn, wie ehrlich sie noch sein kann. Und dann hatten wir natürlich die Form auch, durfte sie auch so sich fallen lassen. Okay. Und da merkte sie, es ist gar nicht so schlimm. Okay. Mhm. Es ist nicht so, wie ich gedacht habe. Es ist sogar noch, wie schön ist das denn, Menschen zu umarmen und die Nähe zuzulassen. Einfach und, zulassen. Und so, zu fühlen, wie schön das ist. Und da ist so, wir sind zu fest abgespalten von unserem Sein. Genau, auch vom Menschlichen, glaube ich doch. Einfach von dem natürlich Menschlichen In dieser so verkopften Welt, wo man halt immer mehr im Denken ist und viel weniger in dieser, auf dieser menschlichen Ebene kommuniziert auch und miteinander ist. Und da, du bietest aber auch Ausbildungen an. Genau. Machst du auch. Also das Was ist kann man ab, da ab, lernen in der Ausbildung? Also dieses Jahr werde ich, nächstes Jahr kommen die Ausbildungen. Mhm. Dieses Jahr biete ich so gewisse Seminare, so ein Buffet. Und in verschiedenen, was ist Beziehung, Anziehung und wie ziehe ich mir Dinge an und bin ich mir überhaupt bewusst, was, welche Beziehungen ich habe. Ja. Sind die, will ich sie so, weil es so ist? Oder was ist Beziehung, Anziehung und Manifestation? Genau. Ja. Und da gibt es... Was ist Manifestation? Manifestation? Ja, das sind Dinge, die ich mir bewusst... Also es gibt so, das sind meine Ziele,
die ich mir setze. Und es gibt zum Beispiel gewisse Ziele, die erreiche ich und gewisse erreiche ich nicht. Und oft ist es in unserem Unterbewusstsein, gibt so verschiedene Programme, die wir unbewusst entweder aufgenommen haben, weil mein Papa geglaubt hat, dass es nicht möglich ist und meine Mama mir das immer eingeschwätzt hat und. Oder aus dem kollektiven Bewusstsein, meine Lehrer, meine Mitschüler. Und ja, und dann setze ich mir Ziele, aber ich habe innerlich Programme, die mich zulassen. Und oft sind das aber auch Schutzmechanismen. Also es ist nicht alles böse. Ich bin so nicht der, ich sage immer, geht aus dem Schlimmen, die Angst ist doof und die Gefühle sind und Trauer ist auch blöd, sondern hey, das ist, Trauer ist eine Form, dass wir uns wieder fühlen. Dass wir uns, sonst fühlen wir uns nicht. Und klar, wir haben jahrelang gelernt, über diese Form uns zu fühlen. Aber es gibt noch verschiedene Formen, über glücklich sein und einfach da zu sein. Über positive Sachen. Ja, ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so ein Schutzprogramm hat, also ein Programm, das er auch eigentlich geschützt hat, zum Beispiel in der Kindheit. Ja. Und wie lernt man das dann um? Diese zu erkennen, das ist das in meinem Seminar wirklich, wo sind meine Ziele? Und was glaube ich? Das sind so Fragestellungen. Was wäre, wenn du das wirklich jetzt, wenn es da wäre? Wie würdest du dich dabei fühlen? Oder wer wärst du, wenn das so wäre? Und dann, wäre ich wirklich glücklich? Wie würdest du die Ziele erreichen? Und also du gehst wirklich mit den Fragen nicht nach außen und ich muss jetzt noch das tun und ich muss jetzt dieses tun und ich muss das noch machen und ihn machen und ihn tun gehen, sondern die Reise beginnt immer, alles im Außen beginnt von innen. Ja. Und wenn ich innerlich geklärt habe, dann muss ich nichts dabei tun, um meine Ziele zu erreichen, sondern die kommen von alleine. Von allein, genau. Also ich ziehe mir die Menschen an und ich ziehe mir die Situationen an, wo ich denke, wow, genau. Die Reise beginnt, okay, ich habe das aufgelöst, ich habe meine Ängste aufgelöst. Ganz easy eigentlich. Ja, es ist so einfach. Man muss nur innen arbeiten. Ja, ich sage immer, es ist so einfach, dass es so einfach ist, dass es manchmal so zu doof ist. Ja, dann kann man es nicht glauben, weil es so einfach ist. Ja. Aber gleichzeitig... Aber wir wollen Abstraktes, wir wollen, dass es mühsam ist, Verstand, Heilung der Verstand. Ist. Ja, der Verstand will es kompliziert. Ja, ja. Und sage ich, es ist so einfach. Und das ist so, meine Seminare... Es werden so einfach sein, dass es so einfach ist und dass es spielerisch ist. Schön, und mein Fokus, weil Energie fließt da, wo meine Aufmerksamkeit ist und wo mein Fokus ist. Und mein Fokus ist Leichtigkeit, Einfachheit, spielerisch, Dinge zu erreichen, wo dein Geburtsrecht ist. Das sind unsere Geburtsrechte. Und wir haben vergessen, wie es wirklich geht. Und wenn ich die Kiddies auf dem Spielplatz anschaue, wo ich denke, wow, wieso kann meine Tochter damals mit 8, das bekomme ich sowieso. Sag ich, wer sagt das? Ja, ich. Denke ich, okay, dann lasse ich so sein. Und indem, dass ich das so sein lasse, bekommt sie das auch. Genau. Und sagt sie, siehst du? Denke ich, wow. So einfach, so kinderleicht und das sind meine Seminare, das werden meine Seminare sein. Super, schön. Und wirklich die Wahrnehmung, unsere Sinne zu schulen. Mhm. Wir haben einen Körper und ein riesen Organsystem und das ist unsere Haut, die fühlt alles. Ja, genau. Also wir fühlen uns in dem, dass wir nur da sind. Ja. Meine Hände fühlen und meine Augen sehen und es gibt eine innere, das Innere sieht ja, was da ist und das Innere hört noch tiefere, in der Sprache noch tiefer, wenn man wirklich zuhört, hört man Gefühle, man hört auch die Seele, man hört auch... man hört die Seele. Man hört die Seele und ich sage immer, wenn der Körper erkrankt, dann weint die Seele. Und für mich ist so, hey, was brauchst du, um da zu sein, um dich zu erfahren?
es ist ja nicht per Zufall, dass wir hier sind, wo wir sind, und so viele Menschen auf dieser Erde, und wir meditieren alleine und wollen irgendwo in Himalaya-Bergen alleine sein. Und ich sage, hey, ich brauche eine Bettina, und ich brauche einen Bruno, und ich brauche einen Andreas, um mich wirklich mich zu erfahren. Und meine Seele möchte sich da in dieser Form erfahren. Also schließ mal ein Kind in einem Zimmer einen Tag ein. Es wird sagen, hey, hallo, alles okay bei dir? Es will spielen. Genau. Der kommt von der nach Hause, von der Schule nach Hause. Ich will raus. Darf ich raus? Sag ich, ja, natürlich. Geh und guck, was die Welt noch da für dich offen hat. Und da beobachte ich, dass wir uns da abgespalten haben. Ja. Das sind so viele Menschen, wir begrüßen uns nicht mal. Liebe Suhada, jetzt habe ich noch ganz kurz eine Frage zu den Seminaren, die du ja anbietest. Mhm. Wenn ich mich jetzt dazu entschließen sollte, dass ich mich da anmelde, wie viele Teilnehmer sind denn da zum Beispiel bei einem Seminar? Sind das große Gruppen, kleine Gruppen, welches Alter, gemischt? Mhm. Nee, also es ist eine gemischte Gruppe, es wird auch eine gemischte Gruppe sein, weil das Alter spielt keine Rolle. Was ganz wichtig ist, wird eine kleine Gruppe sein, weil es geht nicht um Quantität, sondern wirklich um Qualität, weil ich jeden Einzelnen durch die Reise begleiten möchte und wir uns wirklich darin auch erfahren und unsere Konzepte, Glaubenssätze, Programme umstrukturieren. Das heißt, all die negativen Programme, die wir ja so nennen, sie wirklich, was habe ich da gelernt und welche Eigenschaften habe ich jetzt durch die Erfahrung erfahren und was hat es mir gedient? Und das pole ich um und dann nehme ich das mit als Ressource. Genau. Okay. Und für mich ist ganz wichtig, dass das wird nicht eine große Gruppe sein. Vielleicht 10, 15, also das Maximum ist wirklich 20 und dann schließe ich die Gruppe. Ja, dass wir da jede einzelne Fragen stellen können. Wo sitze ich? Wo sitzt der andere? Und bei diesem Tagesdurchbruch, wenn man den jetzt bei dir bucht, dass du einen ganzen Tag Zeit hast für einen, wie läuft denn der konkret ab? Also, wenn ich jetzt zu dir komme, was macht man dann den ganzen Tag über? Genau, das ist so, ich höre mir die Geschichte, erzähle, wer ich bin, also das ist immer der Anfang und dann gucke ich, was brauchst du, damit du dich erfährst, damit du dich erkennst, damit du erkennst, aha, ich mache das, weil ich mir diese Angewohnheiten angewohnt habe. Oh wow, wie bringe ich jetzt dieses weg? Und oft sagen, ja, wie bringe ich jetzt das weg? Und sage ich, ja, wegbringen geht nicht, aber durchdringen geht und dem Raum lassen, damit du wirklich in die Tiefe gehst und damit du dich erkennst. Ja, genau, und dann gucke ich, was brauchst du? Brauchst du etwas im Außen, das Familienstellen? Brauchst du eine Körperarbeit? Ich habe da eine Liege und die Liege ist für mich auch noch ganz, ganz wichtig, weil oft können wir uns nicht im Sitzen entspannen und die Spannung mal loslassen. Dann biete ich, hey, hast du mal Bock, wirklich mal eine halbe Stunde mal richtig dich hinzulegen, dann nehme ich meine Hand so unter deinem Rücken als Kontakt und guck, was braucht der Mensch. Ah, da fließt dann. Ja, und wenn ich meine Augen schließe, dann bin ich wirklich in deiner Welt und da beobachte ich, wie das ineinander fließt. Und ja, dann geht nachher die Reise los. Und dann, dann gibt es noch Challenge, das, was du wirklich große Widerstände hast. Da bringe ich dich im Außen dann ins Tun. Also es gibt so Innen, Außen, Außen, Innen, Umarmung, Nähe zulassen. Ja, es ist so ein Mix. Ja, und da kannst du natürlich in den von 10 bis 4, 5, da lasse ich mir immer eine Stunde offen am Schluss. Das kannst du nicht mit einer Sitzung vergleichen, aber da lasse ich den Klienten wirklich seinen Raum entscheiden. Aha, möchtest schön. Du dieses oder möchtest du das? Okay. Ja. Liebe Suhada, noch eine Frage. Wenn man jetzt zum Beispiel sehr ein Kopfmensch ist oder sehr viel Stress hat und dann man möchte eher wieder sich selber spüren und aus diesem ewigen Kopfkino herauskommen, gibt es da eine Technik? Hast du da einen Trick, was wir machen können?
Ja, der Fokus geht ja, Energie fließt da, wo mein Fokus ist. Mhm. Und wenn ich zu viel und zu fest im Außen bin, dann werde ich mit der Zeit auch energielos oder müde. Mhm. Und ich sage immer, hey, nimm dir einfach mal 2 Minuten Zeit, mach die Klappe mal einfach zu, das heißt Augen zumachen und geh nach innen und atme. Weil atmen müssen wir. Wir dürfen nicht, wir müssen atmen. Und wenn ich dann meine Augen schließe, und das ist eine Übung von Minute zwei, da kannst du wirklich überall, egal wo du bist, und dann atme ich durch die Nase ein und gehe mit dem Fokus durch meine Füße einfach durch. Und mein Fokus bleibt bei meinen Füßen. Und wenn ich meine Füße beobachte und atme, dann ziehe ich. Ich mache mal mit gleich. Ja, genau. Wir machen das gleich zusammen. Ja. Jetzt fokussiere dich einfach deine Füße. Mhm. Dein Fokus bleibt bei deinen Füßen. Und du atmest durch die Nase ein und durch die Füße aus. Und ohne, dass ich dir sage, durch die Füße aus, bleibst du einfach mit deinem Fokus und mit deiner Aufmerksamkeit bei deinen Füßen. Und du atmest durch die Nase ein und durch die Füße aus. Das ist toll. Durch die Nase ein. Und durch die Füße aus. Das nimmst du wahr in dem. Ist man sofort geerdet. Ja, du bist voll hier, deine Füße werden schwerer. Schön. Es fängt an zu fließen, zu kribbeln. Du bist voll im Hier und Jetzt, dein Verstand wird so ruhig. Ja, wenn du wirklich das 10 Atmungen. Mhm. Und wenn du dir ein bisschen schwer tust, dann machst du einfach die Augen zu. Wenn du ein bisschen leichter tust, dann lässt die Augen auch offen. Ja, das ist so, lass du dich selbst da mal erfahren. Schön. Und ist einfach, schnell und effektvoll. Das bringt mich sehr viel und im Jetzt. Und nach Fokus, der Fokus nach innen. Mal ja, ich habe es auch gespürt jetzt gerade. Das ist toll, super. Das ist eine kleine, einfache Übung. Kleiner, einfacher Tipp und kann man immer anwenden. Und das ist so für mich ganz wichtig. Meine Seminare sowie meine Sitzungen sind einfach, leicht und spielerisch. Genau. Im Hier und Jetzt zu sein, Heilung zu erfahren, in allen Formen, ist egal, wo man sitzt. Und das Schöne ist, dass du eben dann da bist und den Menschen begleitest, sozusagen. Ja. Ja. Liebe Suhada, vielen, vielen Dank für dieses echt sehr tiefgehende und auch sehr wirksame Interview, weil ich habe jetzt sehr viel verstanden, aber ich glaube, die Arbeit, die du machst, die wirkt auf einer sehr tiefen Ebene und es hat wirklich was mit Heilung zu tun, was du machst, also mit tiefergehender Heilung auch, und ich finde es einfach total wunderschön, dass du die Arbeit machst, dass du die Menschen begleitest und ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Danke dir, liebe Bettina. Und bei euch, liebe Zuseher und Zuseherinnen, bedanke ich mich sehr fürs Zusehen. Ihr findet Informationen zur Arbeit von Suhada im Abspann und auch in der Bauchbinde. Sie hat eine Webseite, da könnt ihr alle Informationen zu ihrer Arbeit und zu den Seminaren finden. Und auch die Kontaktdaten stehen da. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, und bis bald, eure Bettina.